Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Winter-Geburtstagskarte basteln mit einem Stempelset, das ich schon ganz, ganz lange im Schrank stehen habe und das ich so schön finde und ich habe es noch nie benutzt. Und heute wird es wirklich höchste Zeit mit dem Nature's Beauty, mit den tollen, wunderschön gezeichneten Figuren, Tieren, hier innen auch noch das Rehlein und so. Also das ist so ein schönes Set und ich fand das in Kombination mit diesen geschwungenen Bögen total schön. Und es hat auch so ein bisschen 3D. Ich würde es heute noch ein bisschen mehr 3D machen sogar bei unserer jetzigen Version. Das testen wir mal aus, dass es noch ein bisschen mehr nach vorne kommt, dass man eben noch mehr diese geschwungenen Bögen sieht. Und genau, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. An Material braucht ihr gar nicht viel. Ich habe jetzt hier noch Flüsterweiß, werde euch aber die Bestellnummer für Grundweiß einblenden, weil es ja jetzt in diesem neuen Jahr neue Farbe gibt, neue Weißfarbe. Ihr braucht 21 x 14 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Das ist meine ganz normale Grundklappkarte, wie immer. Also ihr falzt es einfach an der langen Seite bei 10,5. Bei der 21 cm Seite, dann habt ihr diese Grundkarte. Und ein Stück 13,5 x 10 cm, das ist eben hier meine Auflagefläche. Da hat man dann so einen leichten Rahmen und der passt dann nachher perfekt, wenn wir das so übereinander legen. Genau. Dann schnappe ich mir gleich eine schöne Farbe. Ich habe jetzt hier Granit genommen. Auf meiner Beispielkarte habe ich in zwei verschiedenen oder in drei verschiedenen Farben gestempelt. Ich möchte es aber ein bisschen einheitlicher haben. Also ich mache jetzt den Hasen auch in einem sanften Ton. Ich glaube, das hier ist Schiefergrau und das ist Sahara-Sand gewesen. Innen ist es schon gut, wenn man zwei Farben hat, aber außen fand ich, wäre es schöner, wenn es eine Farbe ist. Deswegen nehme ich jetzt mal für alles Granit. Das ist jetzt so eine Mischung aus dem Schiefergrau und vielleicht so einem leichten Sahara-Sand. Und da schnappe ich mir jetzt als allererstes mal den Hasen. Das Stempelset sollte ich euch auch zeigen. Es hat diese Bestellnummer und das hat wirklich wunderschöne Stempelmotive. Ihr habt auch die Schneeflocken, die nehmen wir auch. Die Bäume, das Rehlein, den Hasen und den Fuchs. Also das ist echt eine wunderschönes Stempelset für Schneelandschaften und für also sehr realistische Bilder, finde ich. Auch für Kinderkarten ist das toll. Oder den Hasen kann man natürlich auch an Ostern super verwenden. Genau, und den stempel ich mir jetzt hier unten, so nach rechts ins Bild. Ja, ich glaube, das ist eine coole Farbe. Die ist gut. Dann habe ich ja den Fuchs. Ich weiß es nur nicht mehr genau, als ich die Karte gebastelt habe, ob ich da zuerst gestempelt habe und dann gestanzt. Also ich glaube, ich habe das so gemacht. So mache ich es jetzt auf jeden Fall. Der Fuchs eben in der gleichen Farbe und so ein bisschen versetzt nach oben. Ungefähr hier. Also wir testen es jetzt einfach mal aus. Dann habe ich den Zweierbaum. Das ist ein bisschen tiefer. Und den einzelnen Baum. Der kommt relativ weit nach oben. Genau, also so sieht das Ganze jetzt aus. Noch gar nicht spektakulär. Aber das wird noch besser. Okay, und jetzt schnappe ich mir meine Stanz- und Prägemaschine und mein Papier und ich nehme diese wunderschöne, geschwungene Stanzform aus den Stanzformen mit Schwung. Hier ist die Bestellnummer, aber ich schreibe es doch, glaube ich, groß nochmal gescheit ins Bild. Die habe ich mir hier ausgesucht, die finde ich super schön. Da kann man so schöne Schneelandschaften machen und die lege ich mir jetzt hier so rein. Und ich habe jetzt hier meine magnetische Platte, weil ich mag die ehrlich gesagt gerne, auch wenn sie verbogen ist. Aber die gibt es natürlich nicht mehr. Also die verbiegt sich ja leider und wurde deswegen aus dem Sortiment genommen. Aber wie gesagt, ich mag sie gerne, weil man dann auch diese ganzen Punkte nicht mit der Hand rausfriemeln muss. Und jetzt habe ich hier was gemacht, was ich eigentlich auf meiner anderen Karte nicht so hatte. Was aber jetzt nichts ausmacht. Ich habe die nämlich verkehrt aufgelegt. Aber es macht nichts. Geht jetzt genauso. Ihr seht gleich, was ich meine. Ich erkläre es euch gleich mal. Ich kann mir die jetzt super auflegen, wie ich das haben möchte, um meinen Fuchs außenrum. Kurbel mir das nochmal so durch. Genau. Und ihr seht diese kleinen Punkte. Also die meisten gehen einfach raus. Dann nehme ich mir einfach so einen kleinen Mülleimer, lege mir das unten rein. Und gehe mir da einmal mit meinem Piekser oben drüber und dann gehen die super raus. Also die lösen sich sehr gut aus der Form. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es so Formen gibt, die wo total viele kleine Elemente haben.
Aber ich finde, bei der geht es echt gut. Und ich muss sagen, also deswegen bin ich auch so ein Fan von dieser Platte. Ich finde, mit der magnetischen alten Platte geht es noch besser. Ich bin mal gespannt, wenn es irgendwann mal eine neue gibt, ob die das dann auch hat, diese Oberfläche. Ich finde die irgendwie schon cool. Ich hoffe, ich hocke mich da nirgendwo in die Nesseln, weil ich weiß ja, dass die nicht überall so gut ankam. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege, aber dann schneide ich ihm das Ohr ab, das will ich auch nicht. Also, ich lasse es jetzt mal so. Aber wenn ihr das ausstanzt, könnt ihr darauf achten, ob ihr das so haben wollt wie ich jetzt in diesem Beispiel. Also hier sind Punkte und hier sind Punkte und hier sind keine. Und hier war es genau andersrum. Hier sind Punkte und hier sind Punkte und hier ist keins. Das fand ich sehr schön. Ist jetzt genau andersrum, macht jetzt nichts, aber ihr könntet darauf achten, wenn ihr das ausstanzt, wenn ihr jetzt die Punkte zum Beispiel hier und hier haben wollt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich lasse es jetzt mal so. Ich finde es eigentlich so auch ganz cool. Und ich nehme mir jetzt einfach irgendeine Unterlage, weil wir werden jetzt ein bisschen kolorieren. Und zwar nehme ich da diese coolen Brusho-Pens oder wie die sich nennen. So Pinsel sind es. Die sind ganz fein, ganz weich. Und ich nehme die beiden Farben Aquamarin und Blütenrosa, weil ich finde, das sind total schöne Winterfarben. Und mit denen werde ich das jetzt einfach so ein bisschen winterlich anhauchen. Also wenn man so einen Schneetag hat, hat man ja manchmal so schöne Winterlandschaften, finde ich, mit so ganz zarten Tönen. Und das möchte ich hier auf der Karte ein bisschen so haben. Und da bieten sich diese Pinsel unglaublich gut an, weil die nur so ganz leichte Farbe machen. Also ich gehe mir hier in die Farbe, ich tupfe es manchmal ab, aber ich gehe auch von außen einfach so ein bisschen rein, dass ich hier so nur so einen ganz, ganz leichten Farbeffekt bekomme. Ich zeige euch das auch gleich in nah nochmal. Gehe mir da so ein bisschen um die Ränder. Und zwar zuerst eben Blütenrosa. Oh Gott, ich glaube, ich war vorher gar nicht richtig im Bild. Also ich mache es jetzt anders. Ich nehme euch jetzt noch näher hin und gebe mir Mühe, dass ich besser im Bild bin. Also ich nehme nur ein bisschen Farbe auf und gehe dann so von außen hier rein und blende mir das so ein bisschen übers Ganze. Dann am Anfang noch vorsichtig und dann ein bisschen mehr. Hat dann so einen ganz, ganz zarten, ganz, ganz zarten Rand, der sich dann nachher auf der Karte super macht. Hier seht ihr diesen unteren Bereich, da sieht man es noch ein bisschen mehr, da ist jetzt mehr Farbe drauf. Und das Ganze mache ich eben in Blütenrosa zuerst und danach in Aquamarin nochmal genauso. Ich hoffe, hier sieht man das jetzt ganz gut, dass da schon Farbe drauf kommt, aber eben nur ganz dezent und genau so, wie man das so in dieser, ja, so eine, wenn man so ein bisschen in die Berge schauen kann und hat so eine Winterlandschaft. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das immer so schön. Da hat man so diese ganz zarte, das ganz zarte Blütenrosa und dieses schöne zarte Blau auch. Dann steife ich mir die Farbe so ein bisschen aus und gehe mir hier eben noch ins Blaue rein. Und gehe mir da eben noch so ein ganz zart drüber. Könnt auch mal direkt darauf anfangen, aber da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, dass ihr nur ganz wenig Farbe auf eurem Pinsel habt. Und auch vielleicht, also bei mir ist jetzt auch wenig Farbe im Stempelkissen, das ist natürlich jetzt für mich perfekt, dass ich es da nicht übertreiben kann. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera einigermaßen. Es hat schon so einen ganz zarten blau-rosa Ton, genauso wie ich das haben möchte. Das schaut wirklich schön aus. So mache ich das jetzt mit den anderen beiden auch noch kurz und dann sehen wir uns wieder. Okay, ich bin jetzt soweit fertig. Also es ist wirklich nur ganz dezent. Ich hoffe, es kommt einigermaßen raus in der Kamera. Ich glaube, hier sieht man es am besten, dass da auch ein bisschen bläulich ist. Und dann nehme ich mir noch die Schneeflocken aus dem Set und nochmal Aquamarin. Und wie gesagt, meine Farbe ist schon ziemlich leer. Und mache mir hier noch ein paar Schneeflöckchen so überall ein bisschen drauf. Ich finde es noch ganz süß, wenn da noch ein bisschen, wenn es nur ein bisschen schneit. Auf einer Winterkarte darf das schon mal sein, ja. Um die Bäume rum. Auch gerne mal mit dem zweiten oder dritten Abdruck. Also es muss nicht immer der erste sein.
einfach noch so eine Schneelandschaft. Wenn ihr übrigens so Geräusche im Hintergrund hört, also jetzt ist es gerade ausgegangen, deswegen fällt es mir auf, das ist unsere Heizung leider. Ich bin ja im Keller und die hört man immer so ein bisschen. Aber gut. Na, hier drüben kann man noch ein bisschen was hinmachen. Schön um den Fuchs. Ach, das ist einfach süß. Also ist auch ganz leicht, ganz dezent auf allen drei Bereichen. Und dann können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen ans Zusammenbauen gehen. Wir stempeln gleich noch. Aber einen Großteil haben wir schon. Die Unterlage nehme ich jetzt auch noch raus hier. Denn wir bauen zuerst zusammen und dann stempeln wir noch. Und da geht es jetzt eben so, dass ich das hier oben hin baue. Dann stempel ich. Ich halte das jetzt nur mal mit meinem Spruch hier fest. Dann kommt der Fuchs. Ich muss also hier genügend Platz lassen für den Spruch nachher noch. Und der Hase kommt dann so oben drüber. Deswegen ist es jetzt schade, dass die Punkte... Vielleicht können wir das so machen. Ja, ich habe das wirklich jetzt falsch gemacht mit den Punkten. Aber ihr wisst, wie ihr es machen muss. Ich lasse es jetzt so, dann hat man eben nur hier oben diese Punkte. Aber es geht jetzt leider nicht anders. Ich habe das... Das muss man echt andersrum machen. Okay, ich lege mir das jetzt mal so auf. Ich klebe es mir noch nicht an, weil ich nachher das vielleicht noch ein bisschen mehr in 3D aufkleben möchte. Ich lege mir da jetzt noch ein paar Stempelblöcke auf und habe mir hier den Spruch schon mal rausgenommen. Viel Schwung im neuen Jahr. Der ist aus dem Stempelset schön schwungvoll. Dann nehmen wir jetzt eben diesen Spruch und innen rein kommt dann nochmal schön, dass es dich gibt. Und den stempel ich jetzt in Anthrazitgrau, also noch ein bisschen dunklerem Grau. Hier ist das Anthrazitgrau, das ist die Bestellnummer, dass es noch so ein bisschen raussticht. Da müssen wir jetzt natürlich das super machen. Da muss man ein bisschen mutig sein. Und dann passt es hier auch ganz cool zusammen eigentlich. Gell? Das schaut schon schön aus so. Super. Also das ist schon mal gut. Mir tut es jetzt nur leid mit den Punkten, aber das ist jetzt mal so. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir das auch noch 3D aufkleben, dann haben wir noch ein bisschen mehr diese 3D-Optik. Deswegen mache ich jetzt hier die Dimensionals drauf auf das oberste und dann auch unten auf den Hasen noch. Und ich muss da sagen, ich bin da schon recht großzügig, damit es schön flächig klebt und nicht irgendwo absackt. Ich glaube, ich nehme da auch noch ein paar Randstücke. So. Und klebe mir das jetzt hier noch an. Und hier achte ich so ein bisschen drauf, dass der Rand einfach außenrum schön ist. Dann kommt der Fuchs. Mit den schönen Punkten. Der wird einfach mit Flüssigkleber aufgeklebt und ganz flach. Und jetzt sieht man, finde ich, schon ziemlich gut, dass man da schon ganz schön Farbe draufgebracht hat. Ist ein bisschen weiter hochgerutscht. Naja. Ja, es ist trotzdem schön. Es sieht trotzdem sehr schön aus. Auch wenn die Punkte da irgendwie anders sind als auf meiner ersten Karte. Und mit diesem Teil hier gleiche ich so ein bisschen meinen Fuchs aus. Der ist nämlich ein bisschen schräg geworden. Diese Ecke hier unten muss ich mir kurz wegschneiden. Schneide ich mir schnell. Das sieht man nachher nicht mehr. Da bin ich ein bisschen schief geworden hier. Aber das macht nichts. Das sieht man jetzt gleich nicht mehr richtig. So. Weil das so schön übereinander geht. Ah ja, das hat also schon einen coolen Schwung. Ich finde es schon ganz schön mit diesem etwas mehr 3D. Also zum Vergleich hier oben zwei flach und unten nur den Schwung. Oder eben oben auch ein bisschen dimensionaler. Ich finde jetzt beide Varianten sehr schön. Ich finde es auch sehr schick, dass hier nur die Punkte sind. Kann man auf jeden Fall beides machen. Und jetzt finde ich, sieht man auch sehr gut, wie das weiß ist und wie dieses Farbige eben im Hintergrund ist. Also das finde ich schon mal ganz cool. Jetzt würde ich sagen, stempel mal innen noch ein bisschen weiter. Da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe hier einmal das Rehlein.
Das kommt nochmal in Granit innen rein. Und hoffentlich gerade. Und dann haben wir ja nochmal so einen gebogenen Spruch. Schön, dass es dich gibt, heißt der, glaube ich. Genau, schön, dass es dich gibt. Und da wollte ich euch noch zeigen, wenn ihr so einen gebogenen Spruch habt, der ist ja quasi von Haus aus so gebogen, dann nehmt euch das, legt euch den einfach irgendwo hin und nehmt euch dann den Block, könnt auch ein bisschen gucken, dass der schön gerade ist, und nehmt euch dann den Block und hebt euch den mit dem Block zusammen auf, weil dann behaltet euch, ihr euch den Schwung bei, den das Stempelkissen oder das Stempelset von Haus aus hat. Und da nehme ich jetzt eben noch mal das Anthrazitfarben, also das Dunklere, und stempel das wirklich ganz mutig hier oben drüber und über die Beinchen von meinem Rehlein. Aber das macht sich, finde ich, nochmal ganz gut. So, wenn da innen drin auch noch ein bisschen was ist. Die Karte ist ja sehr schlicht eigentlich von der Farbe her. Und das finde ich ganz schön. Und dann schnappt ihr euch einfach noch ein paar Glitzersteine, wenn ihr habt Schneeflocken oder irgendwas. Ich habe jetzt hier noch die Schneeflöckchen, vielleicht habt ihr die ja auch noch. Da sind ein bisschen so Glitzis drin, ein paar Schneeflocken, ein paar so Pailletten, durchsichtige. Also das ist so eine bunte Mischung, die ich da ganz toll fand. Und dann klebt ihr euch das auf. Ich nehme jetzt hier den Präzisionskleber. Und was ich auch mache, ist, dass ich mit dem Präzisionskleber einfach noch hier und da ein paar Pünktchen setze. Also wie so, wie kleine Schneeflocken. Und da mache ich dann keinen Glitzer drüber. Also das macht ihr einfach so, wie ihr wollt. Aber ihr könnt mit dem auch super so kleine, wie so durchsichtige Schneeflöckchen machen. Also so durchsichtige kleine Punkte. Und da lasse ich euch jetzt Musik laufen, weil das immer ein bisschen ein Gefummel ist, muss ich sagen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, ein paar sind beklebt und ein paar sind einfach so. Ich zeige euch das jetzt nochmal nach. Hier ist zum Beispiel nur der Fleck des Klebers als Schneeflocke und hier. Auch hier oben ist noch einer. Ich glaube, den sieht man in der Kamera nicht. Und die anderen sind so ein bisschen mit Glitzerfunke, Sternchen überklebt. Das macht sich einfach total gut. Aber ja, es gibt auch so selbstklebende Paletten zum Beispiel. Die würden natürlich auch passen. Schön schlicht und dezent, finde ich ganz hübsch, und halt einfach so eine richtig schöne Glitzer-Schneelandschaft. Also das, ich finde, das ist mal eine ganz andere Karte. Natürlich von den Farben her ein bisschen dezenter gehalten einfach, aber auch trotzdem irgendwie was Besonderes. Und ja, ist doch mal auch eine schöne Winterkarte, oder? Also hier habt ihr eben die zwei Versionen. Ist immer ganz gut, wenn man zwei Versionen zeigen kann oder wenn man halt einen Fehler macht, dass es dann trotzdem nicht so schlimm war. Aber genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, euch gefällt die Karte und ihr habt Spaß am Nachbasteln. Wie gesagt, das Stempelset ist wunderschön und auch die Stanzform mit dem Schwung ist einfach total toll. Gefällt mir richtig gut und werde ich hoffentlich noch öfter verwenden. Bestimmt sogar. Und genau, das ist meine Wintergeburtstagskarte für euch. Und ihr habt ja auch viele Sprüche, also ihr könnt natürlich auch andere Sprüche da drauf machen. Es muss ja nicht zum Geburtstag sein. Schön, dass es dich gibt, kann man vorne auch drauf machen, das ist einfach auch toll. Und dann schönen Text innen rein. Ich wollte mich noch bedanken. Ich habe nämlich so eine schöne Karte bekommen. Also, das muss ich echt mal kurz noch loswerden. Und ich kann mich jetzt nur in dem Video bedanken, weil, also mir hat die liebe Sonja geschrieben. Und ich kann sie jetzt nur über Video erreichen, weil ich keine Adresse und nichts von ihr habe. Allein dieses bestempelte Kuvert ist schon total cool gewesen. Und es hat mich so gefreut und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen für diese wunderschöne Karte bedanken. Und die ist so toll, die ist wirklich so schön mit meinen Mondblüten. Also ja, vielen, vielen lieben Dank, Sonja. Ich habe mich total gefreut und wirklich so eine schöne Karte und so eine schöne Überraschung. Vielen Dank von Herzen an dieser Stelle. Ich hoffe, du siehst es. Genau, meine Idee für heute für euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade.
Mir bleibt noch zu sagen, kreativiert was Neues. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf euch. Tschüss!